Herzlich willkommen zu einer neuen Lektion Java für die Premier GTG über die Serie von den Mausmanipulationen. Fuhren da weiter an diesem zweiten Teil über das Konkretbeispiel, was wir können machen mit den Maus-Eventen, die wir letztes Jahr gesehen haben. Das wollen wir ein Lin zeichnen, ja, wenn ich das richtig verstanden habe. Bei der Premier GGI. Kompliziert drum. Nicht TG, GE. Also hier ist, okay, sie ist GE. Ja. Was tun wir? Das ist ein Münheim-Lin. Das letzte Jahr hat man gesehen, Münheim dann eine komplizierte Lines mit vielen Linien. Hier wollen wir schon ein Lin. Das tun wir als unser Modell, die hat nur einen Start- und Endpunkt. Ich weiß ganz schnell die Klasse. Die hat einen From, To und einen Fav. Da kommt mehr als es nicht. Und die wollen wir dann auch malen. Mit der Maus, nicht dass wir per Hand Koordinaten gehen von 0,100 bis 100,2. Nein, wir wollen sie malen. Okay. Das ist mir interessant. Aber wo wollen wir sie malen? Bei der weißen Flasche. Ja. Yep. Okay, wir haben schon ein Event. Das hat man ja viel programmiert. An der Video von Fedron. Wie machen wir das? Okay, wenn ich. Das ist dann die Algorithmik, der Stand gibt. Die sagt, wenn ich fängt man mit einer Linie zu malen, dann fangen wir an klicken. Ja. The pressed. Das ist ein Event Press, das ist Startlot-Lin, der Malerei. Ja, Anfangspunkt bis Endpunkt und der Release möchte den Endpunkt. Und der Release möchte den Endpunkt, ganz genau. Aber während dem theoretisch muss ich gucken, wo die Lin geht, das wird ein Idealfall. Dass du so weißt, während so dem. Lang, voilà. Das muss man ja, wenn man das hinkriegt, dann müssen wir nicht schlimm. Wir probieren das hinzukriegen. Okay, der Press ist dann ein echtes Element. Was geschieht beim Press? Wenn wir erstellen einen neuen Objekt, ein neues Modell. Wir müssen zwar nur ein einfaches Modell, aber das ist egal. Also Modell heißt Line. Das gleich. Wir machen einen neuen. New Line. So. Ja. Und wenn ich dann Definitionen gucke, da steht. Tut den als Parameter. Hier nur das Parameter, from. Und to und ein Pfaff. To und ein Pfaff. Von wo startet meine Line bis vorhin an ein Pfaff. Aber wo ich starte, ist ziemlich einfach. Das ist der P. Das ist da, wo ich geklickt habe. Mhm. Das ist ja offensichtlich. Den Tu, wie ist das? Und Pfaff, color.blue. Voilà. Okay, ein Konstant. Ein Konstant, weil momentan will man nicht unbedingt Pfaff interessiert lassen. Du hast nur just froh, ich klicken. Ja, ich habe noch keine Destination, die will ich schon recht lassen. Was ist dann am Anfang? Die aktuelle Position. Ja. Am Anfang haben wir einen Lin gebaut von 0 Pixel Länge. Mit das aber ein Lin, auch wenn es 0 Pixel wird. Ich fange irgendwo an, wenn du schon den Start dann ist mein Endpunkt identisch. Okay. Das möchtest du sagen, ein bisschen mehr. Wenn ich versichere, ja, ich muss irgendwo etwas Kompliziertes machen. Aber da musst du aber einen permanenten Refresh kriegen davon. Ah, da muss ich einen permanenten Refresh kriegen. Das ist es. Und das gesehen, ob man das hier kriegt. One Color ist nicht bekannt. Logisch, dann machen wir einen Port davon. Das ist den Downloader. Da fehlt aber noch etwas. Aufgepasst. Wir haben ein Modell. Aber wenn sich noch vom Kurve von der Dösium drin erinnert, sobald ich ein neues Modell mache, muss ich das im Drawpanel sehen. Pass auf, das Modell wird geändert, mehr Refresh davon. Ich muss im Drawpanel das auswählen. Redraw oder das? Repaint könnt ihr. Repaint. Das ist das Set Lin. Das ist das Modell. Control. Da. Ich suche einfach im Drawpanel, hier ist ein neues Modell und dann ein Repaint. Die Statuen ist für alles, was ich das Modell ändere, muss ich das so. Das ist eine Obligation von einem Schema, wie wir im Java High funktionieren. Voilà. Das ist theoretisch schon nur ein Lin. Wenn ich release, muss man gucken, was geschieht. Was interessiert, ist, das habe ich ja schon beim Dragon. Das ist, solange ich Dragon, das ist halt mein Button nach immer geklickt. Ja. Dann brauche ich just hier bei der Lin den Endpunkt zu ändern. Ja. Und das ist das, was man muss gucken, habe ich so eine Methode. Ich habe einen Getter, aber ich habe keinen Setter. Setter. Da muss ich hier den Setter. Das steht nicht an der Angabe, dass das direkt da ist. Ich habe just hier ein bisschen als Rappel. Insert. Ups. Source. Ah. Er will irgendwie noch nicht hier von der ersten Trim, dann machen wir die per Hand. Tun, ne? Das hätte ich nicht will. Void set to, das ist ein Nummer von meinem Destination, point p2. Ja, das ist ein ganz banaler Setter.
Wie kann ich denn nur im Ruf? Dann machen wir hier Copy-Paste. Copy. Was sind denn hier schon mehr Erfahrung? Du hast einfach Alt 8 gewischt. Alt? Nein. Ah, das ist schon gemacht. Tipptopp. Setter aus 2 aus gleich P2. Voilà. Gucken wir hier nur, ob wir noch eine andere Methode brauchen oder nicht. Ja. Dann gehen wir hier einen Trick. Die Steu brauchen wir dann zum aktuellen Lin, also Modell. Set. Control Enter, voilà. P2 haben wir nicht. Wo gehen ich dann noch auf meine aktuelle Position sichern? Die ist am EWT. Get Point. Mhm. Nicht den Do, nicht Get Location on Screen. Wollen. Das ist nicht, was ihr wollt. Ja. Verführerisch mich. Ja, weil da kriegt ihr die Position absolut par rapport zum Bildschirm. Ah. Das ist nicht das, was wir wollen. Aber theoretisch müsste es schon irgendwie funktionieren. Können wir direkt testen. Hm. Voilà. Und da starten wir. Und als Printen sind wir da. Ich klicke. Ich streiche. Oh, ich habe schon etwas vergessen. Der Punkt ist da. Die sind nur angefangen, einen Punkt zu machen. Okay, ja. Wir sind zwei aus dem Gang. Wir sind zweiten. Also Startpunkt stimmt. Start, lass du. Das ist ein ganz kleiner blauer Punkt. Der Start-Endpunkt stimmt. Mit dem Endpunkt wird nie refreshed. Mir habe es vergessen. Oh. Ich weiß nicht mehr. Mir habe es ganz wichtig vergessen. Das ist einfach ein Trick wie viel drin. Ball, das ist der Repaint. Ja. Das ist ein von den Sachen, die lo immer optimieren. Sobald ich etwas an der Grafik drum und smolt, wir müssen zum System tun, habe ich schon etwas geändert. Ich weiß nicht, ob etwas geändert ging oder nicht. Hm. Probieren wir das. Ich klicke. Der Punkt ist da. Und wenn ich mich bewege, kann ich ihn einfach mal. Aber wenn ich loslasse, die Stadt release, was kommt, ja, dann hast du den da. Wenn ich einen neuen Lin mache, dann fängt er rum von vielen. Wir haben keine Lust für ihn, wir haben nur einen Lin. Ah ja. Das ist, wir brauchen mal nicht den Release, ob es da zu machen, das ist automatisch. Das ist okay. Ein Objekt, kriegt automatisch die letzte Position, dann ist ein Lin gemacht. Das ist, wir brauchen entweder Release nächste Mal, und dann steht der Move. Das ist banal. Lo will ich noch eine letzte Sache machen. Wir haben viel gesagt, ja, wir haben noch was mehr. Wir haben ein rechts und ein rechts und links Maus, also ein mit Maus. Ja. Ein Knäppchen. Ich weiß nicht, wie das so proper sieht. Das Mauswiel. Zum Beispiel, das ist ein Knäppchen am Fond. Ja. Der Wiel kann ich nicht direkt gebrauchen, das ist ganz kompliziert, mit dem Fett, dass ich die klicke. Das ist doppelt. Ja. Da gehen dann drei Knäppchen, Button 1, 2 und 3. Mhm. Und die können wir unterscheiden. Was will ich noch einmal? Ich will die Farbe von meiner Linie aufhängig von meinen Klicken. No. Ich muss dann ein if machen, EWT.getButton. Und da gibt es drei Konstanten. Und die stehen am Maus-Event, Control-Enter. Die brauchen nicht eins, weil ich kann, die stehen da. Ich muss ein bisschen sichern. Ja, Maus, ich muss die auch tippen. Maus-Event, Punkt. Voilà, da stehen sie. Button 1, Button 2 und Button 3. Mhm. Vorher ist es, was das 1, 2 und 3. Jo. Für alle, die sind, ich weiß es meistens nicht auswendig. Weil das auch offiziell ist, das System-dependent. Ja. Denk vom System. Das ist eine Konvention. Seht, theoretisch, wenn ich mich nicht jähren, ich kann mich jähren, als der Button 1, dann links. Weil er den offiziell. Weil Amerikaner vor links nur jetzt lesen. Wahrscheinlich. Und definieren wir dann die Farbe Color Blue. Else if und ich meine das selber schneiden kann ja EWT.getButton als gleich Maus Event.Button 3, das müsste Riet Maus sein. Mhm. Oder 2, ich weiß es selber nicht mehr. Das sind wir. Das sind wir, genau. Da machen wir dann Farbe Color Red. Und dann den letzten. Und als Else Alt. Voilà, dann machen wir da Color Green. Die gesagt, den zwei Leuten nicht so ganz gut. Und dann haben wir Platz immer blau zu holen, machen wir just die Farbe, die meist gewählt. Das ist eine von den drei Farben, könnt ihr hinein.
Ja. Probeer maar. Ob man los schöne Farbe kriegen. Aha, also ein Print funktioniert, das klicken mit der Linksmaus, da findest du Blue. Okay. Das ist, wenn ich guckt, Blue ist dann Button 1. Okay, fertig. Rietzmaus, das ist dann 3. Und wenn ich dann mit der Mitte, das ist dann der Grüne. Das kann ich noch mehr Mais-Knäpperscher kriegen. Wird sie meist mit 4, 5, 6, 7 Knäpperschen. Geht das? Für das Spielen. Ja. Die sind aber nicht unbedingt vertrauscht. Okay. Das ist dann die ganz einfache, was ich mit der Maus machen kann. 4 Events. Press, Released, Move and Drag. Und mit der Knäpperschen. Okay. Was ist das? Das könnte noch mehr kompliziert sein, aber mit der Tour geht es für alles zu lesen, was wir heute brauchen. Okay, ja, das ist tipptopp. Aber ja, da sind wir. Merci für den Lauschtren. Und wir sehen uns nächstes Jahr.